Liebe Zuseherinnen und Zuseher, was gibt uns in diesen Tagen der Krise und der Not Kraft? Es ist vielleicht das Bild der Mutter. Meist ist die Mutter ja der Mensch, mit dem wir am meisten emotional verbunden sind, an dem wir am meisten hängen, zu der wir die tiefste Bindung haben. So ist für viele gläubige Menschen Maria wichtig. Der Dichter Novalis hat es sehr schön ausgedrückt mit den Worten: Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt. Doch keins von allen kann dich schildern, wie meine Seele dich erblickt. Jedes Bild der Maria zeigt sie uns in einer anderen Lebenssituation. Da sehen wir die junge Frau, die hochschwanger auf dem Weg ist über das Gebirge zu ihrer Cousine Elisabeth, um ihr zu helfen. Elisabeth begrüßt sie: Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Da sehen wir die junge Mutter mit dem Kind auf den Arm, das sie zärtlich kost. Ein Bild der Liebe. Und dann gehen wir ein Stück weiter. Am Abend des Karfreitags sehen wir Maria, wie sie ihren toten Sohn in den Armen hält. Er ist dorthin zurückgekehrt, von wo er ausgegangen ist, in dieses irdische Leben. Vielen Menschen hat dieses Bild in schwerer Zeit Trost gegeben, denn die Entstehung des sogenannten Vesperbildes der Pietà fällt in die Pestzeit des Mittelalters. Am Ende sehen wir Maria in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen. Ja, auch Maria ist gestorben, aber Jesus hat sie, so glauben wir es, in den Himmel aufgenommen mit Leib und Seele, wo sie als erster von uns Menschen am Ostersieg und an der Osterherrlichkeit Christi teilnehmen darf. Für mich persönlich sind diese Bilder wichtig, denn sie erinnern mich daran, dass Maria nicht eine tote Statue aus Holz oder aus Gips ist, sondern lebendig, dass sie lebt. Sie erinnert mich daran, dass da eine Mutter ist, die sich um mich sorgt, die für mich da ist, die bei mir ist. Eine Mutter, mit der ich sprechen kann, eine Frau, die unser Leben kennt, weil sie selbst dieses Leben des Menschen gelebt hat. Gelebt mit allen Höhen, allen Tiefen, allen Freuden und allen Schmerzen. Hier in Stiepel verehren wir Maria als die Mutter der Schmerzen. Und viele Menschen finden seit Jahrhunderten Trost vor ihrem Bild in ihren Kümmernissen. Vielleicht betrachten sie das Bild der Mutter wieder mit neuen Augen und finden Trost, Mut und Zuversicht bei ihr, die uns Jesus zeigt, die gebenedeite Frucht ihres Leibes. Gott segne und behüte sie.